Jetzt in Kripo Live. Diebe brechen in einer Garage in Apolda ein. Ihre Beute? Ein liebevoll restauriertes DDR-Motorrad des Typs MZ ETZ 250. In diesem und in weiteren Fällen bittet die Polizei jetzt um ihre Hinweise. Guten Abend, meine Damen und Herren. Zunächst nach Nordhausen. Es geht um einen brutalen Raubüberfall. Zwei Täter schlugen dabei auf den Fahrer eines LKW ein. Der Mann leidet immer noch unter den Folgen dieser Attacke. Er hat Kripo Live erzählt, was er erleben musste, wollte aber nicht vor die Kamera. Um ihn zu schützen, haben wir seinen Namen geändert. Was an dieser Tat eben besonders war oder anders als in vielen anderen Fällen, dass es eben doch ein sehr hohes Maß an Gewalt war, mit dem die Täter vorgegangen sind, sodass sie eben auch, obwohl sich das Opfer in dem Moment nicht gewehrt hat, eben trotzdem gewaltsam gegen ihn agiert haben. Bleicherode in der Nähe von Nordhausen in Thüringen. Dieser Supermarkt wird zum Schauplatz eines schweren Raubüberfalls. 2. März 2021. Kurz nach Mitternacht trifft hier ein LKW mit Lebensmitteln ein. Der Fahrer, wir nennen ihn André D., macht diese Tour fast täglich seit 8 Jahren. Gegen 1 Uhr beginnt er damit, an der Rampe die Waren auszuladen. Den größten Teil verstaut er in der Warenschleuse. Außerdem nimmt der Fahrer auch Leergut mit. Mit sämtlichen Arbeiten ist er ca. 45 Minuten beschäftigt. Dann trägt er noch ein, wie viel Leergut er verladen hat. Was nun passiert, hat uns André D. geschildert. Aus Angst vor den Tätern möchte er nicht offen vor die Kamera treten. Als ich auf der Laderampe stand, hörte ich ein Geräusch. Ich habe dann nachgeschaut, auch links und rechts am LKW vorbei, aber ich habe niemanden gesehen. Plötzlich wird der Kraftfahrer von 2 maskierten Männern bedroht. Einer davon, sagt André D., hat eine Waffe. Wo der auf mich zukam und so geschrien hat, der mit der Pistole, da dachte ich, jetzt ist es vorbei. Unvermittelt schlagen die Angreifer auf den wehrlosen Fahrer ein. Sie fordern Geld, dann suchen sie nach Wertgegenständen. André D. gelingt es, sich aufzurappeln. Er will nur noch weg. Doch einer der Täter verhindert das. Das Adrenalin war dann schon so hoch. Ob er auch getreten hat, weiß ich nicht mehr. Obwohl André D. verletzt ist, gelingt ihm endlich die Flucht. Er rettet sich in eine Tankstelle. Von dort aus ruft er Hilfe. Die Polizei hat unverzüglich eine sogenannte Nahbereichsfahndung eingeleitet. Diese führte jedoch nicht zur Ergreifung der mutmaßlichen Tatverdächtigen. Und außerdem wurden natürlich unter anderem Zeugen befragt. Der Tatort wurde fotografisch dokumentiert und es wurden auch Spuren gesichert. Tatort, der Supermarkt in der Karl-Liebknecht-Straße in Bleicherode. Die Beute des Überfalls an der Laderampe, am Ende nur ein paar Spirituosen. Wir gehen auch davon aus, dass die Täter diese Raubstraftat geplant haben, wenn nicht sogar den LKW-Fahrer auch abgepasst haben und möglicherweise auch den Tatort im Vorfeld dann eben ausgekundschaftet haben. Der verletzte Fahrer kommt zur Behandlung ins Südharz-Klinikum Nordhausen. Er hat Platzwunden an Kopf und Knie sowie Prellungen. 2 Tage lang muss er hier behandelt werden. Was André D. erleben musste, lässt ihn nicht los. Noch immer quälen ihn ständige Kopfschmerzen. Ohne Schmerzmittel kommt er nicht aus. Ich habe Angstzustände, werde nachts ständig munter und kann dann nicht mehr einschlafen. Die Laderampe des Supermarktes, seitlich am Gebäude, ist von der Straße aus nur schwer einsehbar.
Die Polizei hofft dennoch auf Zeugen, die dort etwas beobachten konnten. Der Tatort liegt in der Karl-Liebknecht-Straße in Bleicherode. Haben Sie dort um Dienstag, den 2. März herum, etwas beobachtet, das mit dem Überfall in Verbindung stehen könnte? Der Fahrer hat die Täter wie folgt beschrieben. Sie waren beide maskiert. Einer der beiden war etwa 1,80 Meter bis 1,85 Meter groß, 35 bis 40 Jahre alt und sprach mit Akzent. Er war mit einer blauen Jacke ähnlich einem Parker und einer Jeanshose bekleidet. Von dem zweiten Täter wissen wir nur, dass er etwas kleiner und schmächtiger war. Wenn Sie Hinweise haben, wenden Sie sich bitte an die Kripo Nordhausen unter der Telefonnummer 03631 960. Häufig müssen wir über Motorraddiebstähle bei Kripo Live berichten, aber im folgenden Fall wurde eine Maschine entwendet, an der das Herz ihres Besitzers ganz besonders hängt. Er hat sie eigenhändig restauriert. Es ist eine MZ-ETZ 250 aus Zschopau. 4.000 Mark war der Neupreis zu DDR-Zeiten. In Apolda haben Diebe so eine ETZ 250 aus einer Garage gestohlen. Der Besitzer setzt für Hinweise eine Belohnung aus. Am Stadtrand von Apolda liegt auf einer Anhöhe dieser Garagenkomplex aus DDR-Zeiten. Die Gebäude sind in schlechtem baulichen Zustand. Nur noch ein Teil der Garagen wird genutzt, das Gelände ist vermüllt. Seit 2019 gehören Dominik Vogt drei Garagen auf dem Gelände und in einer davon stand seine MZ ETZ 250. Gekauft hat er die Maschine 2005 in Naumburg. Das war ein Klassenkamerad gewesen, den sein Vater hat jahrelang eine Fahrschule betrieben in Naumburg an der Saale. Und da hat gesagt, ich habe da noch was für dich stehen, kannst du dir mal anschauen. Das hat man damals wirklich für einen Freundschaftspreis gegeben. Die ETZ 250 wurde von 1981 bis 1988 im VEB-Motorradwerk Zschopau gebaut. Mit ihren 21 PS bringen es die Maschinen immerhin auf 135 km pro Stunde. Die Motorräder standen auch bei Fachleuten hoch im Kurs und wurden zum Beispiel nach Großbritannien exportiert. Ab 1984 fuhr in der DDR auch die Polizei, die ETZ 250. Die Sondermodelle verfügten über Blaulicht und hatten ein wettergeschütztes Funkgerät. Die Maschine wurde 1987 produziert. Dominik Vogt hat sie in Einzelteilen zerlegt, gekauft. Das war ein kompletter Neuaufbau im Jahr 2005 mit meinem Vater zusammen. Und das hat uns damals auch näher gebracht. Also Vater-Sohn-Verhältnis hat sich dadurch sehr gut verbessert. Deswegen hat die Maschine auch einen emotionalen Wert für mich, sehr großen. Schon von klein auf ist Dominik Vogt ein Motorsportfan. Derzeit baut er sich einen BMW auf. Am 15. März 2021 hat er an dem Fahrzeug den Unterboden lackiert und danach die Garage verschlossen. Zwischen dem 15. und dem 20. März 2021 kommen Unbekannte auf das Gelände des Garagenkomplexes. Sie brechen mehrere Tore auf. Auch zwei Garagen von Dominik Vogt. Die Einbrecher reißen den Luftfilter aus dem Motorraum des BMW, an dem Dominik Vogt gerade noch gearbeitet hatte, und beschädigen einige Kabel. Handschuhe tragen sie nicht. Nachdem in der ersten Garage für die Täter offenbar nichts zu holen war, brechen sie in die zweite nebenan ein. Dort steht das restaurierte Motorrad. Also die Maschine war angeschlossen an ihr Lenkradschloss und mit zwei Abo-Schlössern versehen, sodass sie eigentlich nicht abtransportfähig war. Sie war auch, die Batterie war abgeklemmt, sie konnte nicht so gestartet werden. Aus diesem Grund geht die Polizei von mindestens zwei Tätern aus. Diese müssen das ca. 150 Kilogramm schwere Motorrad aus der Garage getragen haben. Wahrscheinlich wurde die ETZ 250 von den Einbrechern dann in ein größeres Fahrzeug verladen. Wohin sie nach der Tat gefahren sind, ist nicht bekannt. Die Garagen von Dominik Vogt am Morgen nach der Tat. Die Schlösser sind aufgebrochen. Die ETZ 250 verschwunden. Dominik Vogt informiert die Polizei.
Es wurden neben den Spuren an den Vorhängeschlössern, was Rückschlüsse auf das vermutliche Schneidwerkzeug bringen kann, auch mehrere DNA-Proben entnommen oder sichergestellt. Hier wurde auch gleich eine Vergleichs-DNA-Probe vom Eigentümer entnommen. Die Auswertung liegt derzeit im Landeskriminalamt und dauert noch an. Bereits mehrfach wurde in die Garagen eingebrochen. Darum haben einige Besitzer inzwischen Kameras aufgestellt. Doch vom Diebstahl des Motorrades gibt es keine Bilder. Bisher ungeklärt ist auch, wie die Täter auf das Gelände gelangt sind. Denn das gut gesicherte Einfahrtstor zur Anlage ist unversehrt. Dominik Vogt hat für das Auffinden seiner MZ ETZ 250 eine Belohnung ausgelobt. Die Belohnung ist 1.500 Euro und das ist ein Wert, das ist ein emotionaler Wert, den ich sofort bezahlen würde. Wenn mir jemand diese Maschinen zurückbringt, dann wäre ich sehr dankbar. Gestohlene Motorräder werden von Dieben oft in Teile zerlegt und verkauft. Das will der Besitzer natürlich unbedingt verhindern und die Maschine möglichst im Ganzen zurückbekommen. Wenn Sie zwischen dem 15. und 20. März im Umfeld des Garagenkomplexes an der Stobraer Straße in Apolda etwas bemerkt haben oder Ihnen die MZ-EDZ 250 in auffälligem Blau-Gelb ganz oder in Teilen zum Kauf angeboten wurde, informieren Sie die Polizeiinspektion Apolda. Telefon 03 644 541 0. Weitere Fahndungen jetzt in Kripo Live Kompakt. Leipzig. Am 12. und 13. April 2021 werden insgesamt 15 Frauen beim Einkauf in verschiedenen Märkten bestohlen. Unbekannte entwenden Geldbörsen, EC-Karten, Bargeld sowie persönliche Dokumente. Die Tatorte am 12. April waren Supermärkte in mehreren Stadtteilen von Leipzig, außerdem in Markkleeberg und Markranstädt. Am 13. April waren Supermärkte in Leipzig, Schkeuditz und Delitzsch betroffen. Die Diebstähle in den Supermärkten wurden derart begangen, dass dort Jackentaschen durchsucht wurden, Einkaufstaschen, Handtaschen. Das weitere Problem war, dass die Kunden teilweise ihre Taschen an den Einkaufswagen hängen ließen oder sie in die Einkaufswagen packten und die dann aus dem Auge verloren hatten. Wir prüfen aktuell, ob es einen Zusammenhang zwischen den Taten gibt. Fakt ist, dass die Taten an unterschiedlichen Orten stattgefunden haben. Ob hier eine Bande am Werk ist, das muss, wie gesagt, gegenwärtig noch geprüft werden. Sollte Ihnen am 12. oder am 13. April beim Einkauf etwas aufgefallen sein, wenden Sie sich bitte an die Kripo Leipzig unter der Telefonnummer 0341 966 4 6666. Sachsen-Anhalt. Zu gefährlichen Eingriffen in den Bahnverkehr kommt es am 10. und 11. April 2021. Am 10. April stehlen Unbekannte in Halberstadt einen Einkaufswagen aus einem Supermarkt und werfen ihn von einer Fußgängerbrücke. Kurz darauf fährt ein Regionalexpress mit einem Tempo von 120 Kilometern pro Stunde in das Hindernis. Am 11. April ein weiterer Fall in Piesteritz bei Lutherstadt Wittenberg. Ein bisher unbekannter Täter legt gegen 16.40 Uhr am Haltepunkt des Ortes ein Fahrrad in das Gleis. Der Lokführer einer Regionalbahn bemerkt eine flüchtende Person mit schwarzer Bekleidung. Anschließend kollidiert der Zug mit dem Fahrrad. Ihre Hinweise zu den zwei Fällen geben Sie bitte an die Bundespolizei in Magdeburg unter der Telefonnummer 0391 565 49555. Und hier noch eine aktuelle Meldung zu einem vermissten Fall aus Magdeburg. Die Polizei bittet um Unterstützung bei der Suche nach Thomas L. Der 52-Jährige wird seit Donnerstag gesucht, also seit dem 15. April. Bisher kamen schon ein Hubschrauber und ein Fährtenspürhund zum Einsatz ohne Erfolg. Zuletzt gesehen wurde der Vermisste an seiner Wohnanschrift im Bereich der Salvador-Allende-Straße im Norden von Magdeburg. Thomas L. wird wie folgt beschrieben. Er ist etwa 1,70 Meter groß, von schlanker Gestalt. Er hat blaugraue Augen und braune, kurze Haare. Laut Polizei befindet sich der Vermisste möglicherweise in einer psychischen Belastungssituation. Ihre Hinweise
bitte an die Polizei Magdeburg unter der Telefonnummer 0391 546 3295. Jetzt kommen wir zu einem Fall aus dem Jerichower Land. In Burg räumten Unbekannte einen Möbelmarkt aus. Sie stahlen dabei komplette Sofalandschaften, außerdem Teppiche und Kühlschränke. Ihre Beute konnten sie unbemerkt abtransportieren. Der Tatort. Das Einrichtungshaus Möbelpiraten. Es liegt am Stadtrand von Burg bei Magdeburg und wurde wahrscheinlich genau aus diesem Grund zum Ziel einer Einbrecherbande. Wir gehen davon aus, dass die Lage des Möbelhauses für die Täter schon ausschlaggebend war. Denn das Möbelhaus ist von hinten nicht einsehbar. Dort gibt es keine bewohnten Flächen, sondern nur normale Felder. Mit hoher Wahrscheinlichkeit haben die Täter das Zielobjekt vorher ausgekundschaftet und wussten, dass sie an der Hintertür des Möbelhauses in Ruhe agieren können. Das Entdeckungsrisiko war gering. Der Möbeldiscounter bietet seit nunmehr 20 Jahren eine große Auswahl an Einrichtungsgegenständen an. Von der Couchgarnitur über Lampen bis hin zum Kühlschrank kann man hier alles kaufen. Offenbar hatten es auch Diebe auf die Waren abgesehen. Und zwar im großen Stil. Zwischen Freitag, dem 5. Februar und Montag, dem 8. Februar 2021, fahren die Einbrecher mit einem Transporter zur Hintertür des Möbelhauses. Die Unbekannten brechen eine Notausgangstür auf und gelangen so in das Innere des Geschäfts. In den Ausstellungsräumen können sie sich ungestört umschauen. Dann machen sie sich an die Arbeit. Die Täter greifen scheinbar wahllos zu. Sie schaffen unter anderem Lampen, Hocker, Teppiche, aber auch ganze Sofalandschaften und Kühlschränke aus dem Geschäft und verladen alles. Wir gehen von mindestens zwei Tätern aus, da alleine die Sitzgruppen so groß und schwer sind, dass sie nicht von einer einzelnen Person getragen werden können. Aber vermutlich waren es mehr als zwei Täter. Keiner bemerkt, wie die Einbrecher mit ihrer Beute im Wert von 14.000 Euro verschwinden. Mit hoher Wahrscheinlichkeit sind die Täter über die B1 und dann über die nahegelegene A2 geflüchtet. Unter anderem wurde ein solcher Tisch gestohlen und diese Sofalandschaften im Wert von jeweils knapp 1.000 Euro. Außerdem mehrere solcher Kühl- und Gefrierkombinationen sowie 27 Teppiche. Den Einbruch entdeckten die Mitarbeiter des Möbelhauses am Morgen des 8. Februar, einem Montag. Sofort rufen sie die Polizei. Als die Kollegen vor Ort waren, wurde der Tatort begutachtet. An der hinteren Tür konnte man feststellen, dass diese aufgebrochen worden ist. Dort wurden Spuren gesichert durch die Polizeibeamten, ebenso an mehreren Punkten innerhalb des Möbelhauses. Von der Auswertung der Spuren erhoffen sich die Ermittler Hinweise zu den Tätern. Außerdem stellten die Beamten eine Hebebühne neben dem Notausgang sicher. Sie gehört nicht zum Einrichtungshaus. Die Hebebühne wurde am 4. Februar von dem Turmbaumarkt ganz hier in der Nähe gestohlen. Inwieweit die Hebebühne jetzt für den Diebstahl benutzt wurde, entzieht sich leider unserer Kenntnis. Der Turmbaumarkt befindet sich nur 150 Meter vom Einrichtungshaus entfernt. Möglicherweise haben die Einbrecher die Hebebühne am Donnerstag vor dem Einbruch zur Hintertür des Möbelmarktes transportiert. Wissen Sie etwas über den Verbleib der gestohlenen Couchgarnituren oder Kühlschränke? Oder haben Sie am 4. bzw. zwischen dem 5. und 8. Februar am Einrichtungshaus Möbelpiraten in Burg etwas beobachtet? Zum Beispiel, wie die Hebebühne vom Turmbaumarkt zum Möbelgeschäft transportiert wurde. Dann wenden Sie sich bitte an die Polizei Burg unter der Telefonnummer 03921 9200. Er fürchtete, er müsste sterben. Mitten am Tag wird ein Kleingärtner in einer Gartenanlage in Jena von einem Fremden überwältigt und gewürgt. Vor etwas mehr als einem Jahr haben wir darüber berichtet. Jetzt ist dieser Fall aufgeklärt. Verhaftet ist der Täter allerdings noch nicht.
Dieser brutale Einbrecher konnte jetzt überführt werden. Darüber ist vor allem Dieter Scholz erleichtert, der damals angegriffen wurde. Aufgrund dessen, dass der Täter ja jetzt ermittelt ist, werde ich wahrscheinlich wieder beruhigter in meinen Garten gehen können und auch für dieses Jahr wieder mehr Elan da reinbringen, weil man weiß, dass er wahrscheinlich nicht wiederkommt. Die Kleingartenanlage Borngarten in Jena. Dieter Scholz ist der Vereinsvorsitzende. Er bewirtschaftet hier schon seit 18 Jahren seinen Garten. Er nutzt ihn, wann immer das Wetter es zulässt. Auch am 26. Oktober 2019, gegen 10.30 Uhr, ist er in seinem Garten unterwegs. Ich bin hier runtergekommen, um den Strom abzulesen. An dem Tag war das geplant. Und als ich in meinen Garten kam, wunderte ich mich, warum Blumenkästen auf der Wiese stehen. Plötzlich hört Dieter Scholz ein Geräusch in seinem Gartenhäuschen. Er denkt sich nichts weiter dabei, schaut aber trotzdem nach. Hier! Ich habe die Tür geöffnet und da stand er so ca. 2 Meter vor mir und war wahrscheinlich genauso erschrocken wie ich. Und stürzte aber dann gleich auf mich zu, weil ich ja das Handy in der Hand habe und wollte dieses mir entreißen. Und dadurch kam es dann zu der Rangelei, die dann für mich ziemlich schlecht ausging. Der Täter wirkt Dieter Scholz fast bis zur Bewusstlosigkeit. Das war eigentlich eine sehr schlimme Situation, weil ich mir so gedacht habe, jetzt bist du 60 Jahre geworden und jetzt soll alles vorbei sein. Dann lässt der Mann plötzlich von ihm ab und flüchtet. Dieter Scholz bleibt verletzt zurück. Er hat eine Schnittwunde am Kopf, starke Schmerzen am Hals und an der Hüfte sowie diverse Prellungen. Dieter Scholz ruft Polizei und Krankenwagen. Die Polizei geht davon aus, dass der Mann in dem Gartenhäuschen nach Geld gesucht hat. Der Täter lässt seine Brille und andere persönliche Gegenstände am Tatort zurück. Daran können Kriminaltechniker DNA-Spuren sichern. Die Auswertung ergibt einen Treffer. Die DNA des Täters wurde schon an einem anderen Tatort sichergestellt. Doch einen Namen zu der Spur gibt es in der nationalen Datenbank zunächst nicht. In diesem Falle läuft das dann einen etwas längeren Weg. Man ist dann über das Bundeskriminalamt in Rechtshilfeersuchen in den Schengen-Staaten, in umgrenzenden Staaten von Deutschland und hat dann hier die Rückmeldung bekommen, dass diese Spur bereits in Polen einliegt und einem polnischen Staatsbürger zugeordnet werden kann. Bei dem Beschuldigten handelt es sich um einen 37-jährigen Mann, der auch der polnischen Polizei bekannt ist. Die Kriminalpolizei Jena steht im regen Austausch mit den Kollegen aus Polen. Hier werden noch weitere Daten benötigt und dann wird die zuständige Staatsanwaltschaft entscheiden, was der weitere Verfahrensweg mit dem Täter ist. Auf jeden Fall ist das Ziel eine vorläufige Festnahme des Täters. Danke für Ihre Hilfe. Informationen zu den aktuellen Fahndungen finden Sie wie gewohnt auf der Kripo Live Homepage und im MDR Text Seite 377. Bis zum kommenden Sonntag. Hier geht's gleich weiter mit Sagenhaft.